So, weiter geht's. Pinkelpause wäre dokumentiert, protokolliert, wie auch immer. Zwei Minuten später bin ich hier zurück bei der Spiellogik. Die sieht irgendwie ein bisschen zu einfach aus, kann gar nicht funktionieren. Wie auch immer. Was habe ich hier falsch gemacht? Redundant Argument. Aha, ja, jetzt. Ja, das ist wirklich die geistige Umnachtung hier. Board Render. Ja, das muss ich hier. Das ist ein Makro. Using a string literal to format with. Ah, hier habe ich nochmal den gleichen Mist gemacht. Player, oh, jetzt Player nicht schon ausgegeben. Println, Player, Player, a winner is you. Warum funktioniert? Ah, hier Promptline. Ja, das ist kein Makro. Ich muss hier noch ein Format dazwischen schalten. Ja, sieht nicht so schön aus hier. Jetzt sieht es besser aus. Found String, okay, Borrow Checker, wir möchten eine Referenz haben. Ja, jetzt, erster Fehler, ich sollte mir auf das Board ausgeben am Anfang, bevor ich da mit Ihnen etwas anfange. Ich muss das Board generell immer ausgeben. Ja, gebe es einfach mal aus hier. Bin zu faul da zum Ausrücken, macht Cargo Font für mich. So, Player X enter Slot 4, O auch 4, 3 auch 3, 5 auch 5 und jetzt X 1, nein, noch nicht gewonnen. 7, oh, jetzt sorry, out of bounds, LAN is 6, but index is 6. Das ist ein Panic. Also ist noch ein Fehler, das überlasse ich morgen. Jetzt teste ich einfach das Ding mal durch. Player X, a winner is you. Also die horizontale Gewinnbedingung funktioniert. Mach mal 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, a winner is you. Und dann noch die Königsdisziplin. Also mach ich mal 4, dann 3, dann 2. Jetzt geht es hier so nach oben. 2, okay. 1, 1, 1. Das hat jetzt nicht erkannt. Okay, interessant. Also diese Konstellation haben wir noch nicht abgedeckt. Die Falling hier. Und daraus schreiben wir jetzt gleich einen Unit-Test. Win Falling Left. Kopieren wir jetzt das Zeug einfach mal. Ah, wie sieht's aus? So hat es ausgesehen. Das soll ich jetzt nachbauen hier. Schauen wir mal, ob ich das da mit einem Test nachbauen kann. O, X, X, O, I, ups. Und dann hier noch ein X. Left, ja, Boundary, was auch immer. Jetzt muss ich auch noch schauen, von woher prüfe ich das. Ich habe den ganz links, also ist das Row 0, 1, 2, 0. Player 1 ist das X, habe ich zuletzt geworfen.
Also der Test scheitert erfolgreich. Das ist mal ein gutes Zeichen. Also habe ich einen Bug gefunden in meiner Software. Wie kommen Fehler in meine Software? Egal. Also ich fange jetzt bei 2.0 an. Und der Sieg wird nicht erkannt. RC 2.0. I, die Row, Größe gleich 0, geht nach oben. Nein, das ist Rising, muss bei Falling schauen. Falling. I, J, Größe gleich 0, I, J, Größe gleich 0. Ich gehe nach links oben. Merzblut gleich 1. Wenn es unterbrochen wird, Break. Als Top Left, dort passiert nicht viel. Weil ich bin ja schon am ganz äußeren Rand. Aber das eine habe ich schon gezählt. Jetzt Falling, Bottom Right. Muss nach unten gehen. Kleiner als Height und I ist die Row. Das ist, da ist die Höhe die Begrenzung. Width ist die Spaltbegrenzung. J, Row Call. P, plus gleich 1, else break. Connect N, return true. Println matches. Ich gebe mir das mal testhalber aus. Cargo tests. Diagonal irgendwie. Show outputs. Matches 4. Moment, jetzt habe ich nicht nur diesen Test ausgeführt. Ich möchte nur diesen Test ausführen. Okay. Irgendwie wird da gar nichts ausgegeben. Also ich komme gar nicht so weit hier. Warum nicht? Show Output, oder? Mach mal hier oben. Ah, das Feld stimmt gar nicht mit dem Player. Kann das sein? Geh mal Hello World aus, weil mir nichts Besseres einfällt. Sehen, ich bin kein Debugger-Oriented Programmer. Hello World wird ausgegeben. Wird es immer noch ausgegeben? Ich sehe kein Hello World mehr. Also offenbar, jetzt geht es hier raus. RC ist ungleich Player. X ist Player 1, oder? Ja. 2-0. Row 2, Call 0. Ist die Bedingung falsch hier? Row, Call ungleich P, Return False. Warum ist Cell Fields RC, Row Column? Row 0, 1, 2, 0 und gleich Player 1. R, C, Fields, gibt es einfach so aus. Gleich. Da irgendwo eine ganz grobe Fehlüberlegung darunter. Ups. Ah, irgendwie mich vertippt. Warum wohl? Self Fields. Subtract with Overflow. Ich glaube, dieser Fehler wird seit 10 Minuten angezeigt und ich habe den einfach nicht wahrgenommen.
wahrscheinlich auch der Fehler, der bei diesem ersten manuellen Test aufgetreten ist. Also heißt es auf Zeile 124. Mm-hmm. Genau, ich reduziere das Ding zuerst und dann bekomme ich einen Underflow, weil das ein U-Size ist. Jetzt kann ich einfach ganz bequem hier sagen, okay, dann gibt es halt, ja, irgendwo muss es dann konsequent sein. Ein E-Size. Es gibt ein E-Size, noch nie verwendet. Wahrscheinlich muss ich dann wieder konvertieren. Eine Typ-Annotation kommt nachher. Mhm. Ja, wäre das zu schön gewesen. Also ich bekomme hier einen Underflow. Größer gleich 0. Aber ich mache eben als ersten Schritt, erniedrige ich es ja und dann sollte ich einfach diese Bedingung hier prüfen. Wenn ich dann auf 0 bin, also mit 0 muss es gar nicht mehr betreten. Frage ist, vergesse ich dann einen Fall? Wenn ich direkt auf 0,0 anfange, ja genau, dann Falling Top Left. Falling Top Left. Da habe ich den schon mal gezählt, der muss ja gar nicht mehr weiterzählen in diese Richtung. Von daher, es könnte aufgehen. Sieht es dann hier aus mit Top Right. Also eigentlich schon, da muss ich nicht weitergehen, wenn ich dort anfange. Einfach bei 0 muss ich davor sitzen wegen diesem U-Size. Win Falling Left schlägt immer noch fehl. Okay, jetzt habe ich zumindest mal die Panik weg. Aber darum geht es noch nicht. Hier gehe ich noch weiter. Und dann kommt hier eine Panik. Also größer als 0. Dann prüfe ich weiter. Ich mache zuerst einen Move und prüfe dann weiter. Okay, die Frage ist jetzt Falling Top Left. Da soll ich hier, müsste ich eigentlich noch hier noch bei einem Match sein, beim ursprünglichen. Moment, ich sollte das hier Show. Ich möchte genau diese Methode, Funktion testen. Tests. Matches 2. Warum hat der hier oben schon 2? Dann hat er 4. Jetzt so. So, Cargo Test, das da, Show Output. Success, Success, Failures, Matches 1. Das stimmt, Index Out of Bounds. 137, das nächste Problem. Okay, ich komme weiter. Kleiner als Hive, kleiner als... Ah, hier ist dann die Prüfung. Wenn es kleiner gleich. Aha. Ich muss überall die Indizes noch eins ändern. Weil ich ja die Reduktion vorher mache. Man, das J wird erhöht. Kleiner als 5-1. Schau mal, und hier. Ich muss hier exklusiv Indizes nehmen. Sind heute Abend lauter Off-by-One-Fehler. Aber jetzt laufen alle Tests durch. Und jetzt versuche ich mir das zu merken, was ich als letztes nachmachen wollte.
Funktioniert eben noch nicht. Warum nicht? Hat doch genau das hier nachgebaut, oder nicht? Und hier funktioniert's. Unit Test works, Integration Test fails. Probieren wir es noch einmal. Ah, Cargo Run. 4, 3, 3, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 4, 1. Okay, das funktioniert noch nicht. Dieser Test funktioniert offenbar. Wenn ich hier Drops Down mache, prüfe ich hier überhaupt irgendetwas? Match Outcome. Aber bei Win mache ich was. Prüfe ich die Gewinnkondition überhaupt? Habe sie vorher... Win, ja. Also ich habe Drops Down gemacht. Wenn es ein Outcome, wenn es ein Win gibt. Ah, das beim Drops Down gibt es ja schon das. Gut. Also Slot Index. Also immer das R, hier das Slot Index. Ich muss überlegen. Was ist das R hier? Als Slot Index ein Index, das R ist auch ein Index. Ah, genau, ich habe es verdreht. Integration Tests fails. Ich habe es falsch integriert. Weil ich teste halt nur auf der internen Routine und nicht auf der High-Level API. Also wenn ich das Drop-Down testen würde, dann würde es anders aussehen. Player X, a winner is you. Jetzt noch das Aufsteigende und denke dann, nein, ich bin noch nirgends. Das Aufsteigende noch. Okay, funktioniert alles. Jetzt noch schnell, noch einmal 3, 3, 4, 4, 5, 5, 2, wunderbar. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3. Funktioniert alles. Git Status, Git Add Punkt. Ah, das habe ich zugemacht. Da mache ich mal schön Protokoll nachtragen, das war schätzungsweise vor 2 Minuten. Unit Test Works, Integration Test Fails und dann 51, alles funktioniert soweit. Also Blick auf einen erfolgreichen Abend zurück. Git commit first working version. Und jetzt haben wir noch die ganzen type f -name Stern.swap. Ich habe keine Swap-Files mehr. Vim ist zu, hat die Swap. Ah, die sind ausgeblendet. Ja, irgendwas mit den Swap-Files ist jetzt weg. Ich habe kein Vim mehr offen.
wie auch immer. Schau mal ins Git Repository, wie sich das so präsentiert. Connect 4. Source, hier habe ich die Swap-Files noch drin. Ich muss mal da reinschauen, was das für eine Unordnung ist. Hier hat es keine mehr drin. Ja, wie auch immer. Ich glaube, das kann ich heute nicht mehr analysieren. Ziehen wir mal ein kleines Fazit. Wir haben hier ein Rust-Programm geschrieben, um 4 Gewinn zu spielen mit Unit-Test. Das funktioniert. Ich habe etwa vor habe ich angefangen um 19:25 Uhr, etwa 2,5 Stunden hat das gedauert, inklusive Pausen, Nachschenken und Biergenuss. Habe eines gelernt wieder über die Ranges und den Ref-Operator, über Pattern Matching in Rust. Ich sage jetzt rein, der letzte Fehler war, dass ich die API, meine eigene API falsch verwendet habe. Die Reihenfolge von Row und Column habe ich vertauscht. Dann ist der Unit-Test gelaufen, der Integration-Test ist gefailt. Weiter habe ich, der Unit-Test deckt eben eine tiefere, die private API ab, währenddem das Game die High-Level-API verwendet. Diese Diskrepanz hat dazu geführt, dass ich schlussendlich im manuellen Test Fehler gefunden habe, die der Unit-Test nicht gefunden hat. Der häufigste Fehler war ein Off-by-One-Error. Ich habe den ganzen Abend darunter gelitten. Und Off-by-One ist wirklich, man denkt, es ist trivial. Oh, ich fange an zu spucken hier. Das ist trivial, aber sogar schon der Rust-Compiler im Pattern-Matching eben mich in die Richtung drängt, dass ich inklusive Obergrenzen verwende. Dann ist etwas nicht mehr gut. Jetzt ein bisschen, wir sind ganz seriös heute. EWD, also Edsger Wiebe Dijkstra, mal ein Paper geschrieben. Conventions I adopt, notational conventions I adopted and why. Ich glaube, es ist hier irgendwo. Nein, es ist nicht hier, sondern Counting starts at zero. Warum Edsger Dijkstra? Why numbering should start at zero? Hat das hier ausführlich begründet. Die sind genau diese Notation, die wir angeschaut haben mit diesem Range-Operator. Soll die Untergrenze inklusiv sein? Soll die Obergrenze inklusiv sein? Ja, nein, warum? Dijkstra spricht sich hierfür aus, für inklusive Untergrenzen, exklusive Obergrenzen. Rust hat standardmäßig beim Range-Operator diese Notation. Beim Pattern-Matching hat es aber diese Notation. Und das hat dazu geführt, dass ich überhaupt erst angefangen habe, mit 1-basierenden Indizes zu arbeiten. Aber wir haben es gesehen, es ist im Nightly-Build ist es aktiv, dass es andersrum geht. Und wenn man konsequent wäre, wenn der Rust-Compiler das hier verwenden würde, ich hätte mir wieder 20 Minuten gespart heute. Man kann jetzt dem Alkohol die Schuld geben, aber man kann auch sagen, wenn man einfach dieses Paper von Dijkstra liest, wird man gar nicht auf die Idee kommen, das anders zu machen. Also bleiben wir seriös hier, sogar noch ein wissenschaftliches Paper zitiert. Ich bin leider mit dem Bier noch nicht zu Ende. Vielleicht bin ich ein bisschen dehydriert und habe darum den Fehler nicht gesehen. So, kurz vor 10. Ich glaube, kurzes Fazit. Das Problem war mir bekannt. Ich konnte es auf Anhieb lösen. Ich habe aber dumme Fehler gemacht. Ein Teil davon ist sicher dem Alkoholgenuss geschuldet. Ein anderer Teil muss ich jetzt leider sagen, ist halt so wie der Rust-Compiler derzeit funktioniert. Mit dieser Konvention hätte ich ein paar Minuten weniger gebraucht, wenn man sich konsequent daran halten würde. Diese eine Konvention. Link in der Videobeschreibung. Link auf Luzerner Bier ebenfalls in der Videobeschreibung. Habe jetzt das Sixpack gleich leer.
Ich dokumentiere meine Rülpser nicht mehr. Alkoholpegel rechne ich ein anderes Mal aus. Aber noch einmal, Patrick Schäfer, der Braumeister von Luzerner Bier, hat recht. Es eignet sich sehr gut zum Arbeiten. Ich habe jetzt, denke im nüchternen Zustand wäre das nicht viel besser gegangen. Hätte vielleicht eher noch den Panic-Output beachtet. Aber ich habe das Problem einigermaßen gelöst, glaube ich. Und also wenn ich mit 6 Ligere das noch schaffe, an einem Abend, also dann darf ich mir auch am Mittag wirklich so eins gönnen, wenn nicht zwei, oder? Also kann niemand was sagen. Oder ich bin noch selbstständig. Ich werde weiterhin beim Berufsschulunterricht nüchtern bleiben, tagsüber, und mir erst zu Feierabend das Getränk gönnen. Aber andererseits habe ich jetzt gerade auf wissenschaftliche Art und Weise gerade diesem Alkoholverbot eigentlich den Boden unter den Füßen weggezogen. So das ein oder andere Bier liegt durchaus drin, gerade jetzt bei Routineaufgaben im Programmieren, bei erfahrenen Entwicklern. Ja, Fazit, durchaus positiv. Drink First Programming ist eine valide Methode. Die Velocity könnte noch steigern. Wir haben gelernt, es ist nicht unbedingt das Ziel, von Sprint zu Sprint die Velocity zu steigern, sondern die Velocity realistisch einzuschätzen. Und das mit diesem Sixpack heute, denke ich, habe das Maß ziemlich gut getroffen. Also meine Einschätzung war von Anfang an recht gut. Und das soll jetzt auch nicht gesteigert werden. Ich kann vielleicht mal probieren, das Leger durch ein Original zu ersetzen. Daneben die dann habe ich 5% statt 2,9, wird dann vielleicht ein bisschen anspruchsvoller. Ich denke, eine gute nächste Aufgabe wäre es, wenn ich das Reversi-Spiel in Rust implementieren würde. Kleine Demo. Aber sie ist überhaupt drauf irgendwo. Reversi. Ist ein bisschen anspruchsvoller zu programmieren. Eigentlich sehr gut für Simulationen, einfache KIs. Das wäre vielleicht mal was für das nächste Mal. Ich merke schon, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, dem Spiel zu folgen jetzt. Aber ich glaube, diese einfache KI mit dem Minimax-Algorithmus besiege ich trotzdem noch. Also das noch schnell zum Beenden des heutigen Abends. Möchte ich das noch dokumentieren, wie ich hoffentlich diese einfache, selber programmierte KI hier fertig mache. Wichtig beim Reverse ist immer die Ecken zu besetzen. Jetzt macht er mich fertig, das ist unglaublich. So, jetzt habe ich die erste Ecke. So, dann schaue ich, dann die zweite rankomme. Ah. Ecken kann man nicht wieder einnehmen. Also das Reverse ist durchaus eine interessante Programmierübung, hier in JavaScript gelöst. Kann man auch in anderen Sprachen mal umsetzen gelegentlich. Und ich dominiere hier den weißen Spieler völlig. Ich könnte einfach da die Tiefe des Suchbaums ein bisschen erhöhen. Und dann würde es schon schwieriger werden für mich. Aber ich glaube hier, diese einfache KI mache ich locker fertig. Black wins. Und damit gönne ich mir den letzten Schluck. Zum Beweis. Session 1 erfolgreich bewältigt. Damit bedanke ich mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Sie finden alles auf GitHub und wünsche Ihnen dann gute Nacht. Auf Wiedersehen.